Hallo meine Lieben, ich bin Irene Lauretti und ich begrüße euch ganz herzlich heute am 15.07.2018 zur wöchentlichen Mond-Tarot-Sendung an diesem schönen Sonntag im Mond im Löwen. Der Mond ist im Löwen und das ist die Herzenergie. Und die Herzenergie ist die kraftvollste Energie der Liebe und auch der Heilung. Der Herzstrom strömt aus dem Herzen. Das zeige ich, wie gesagt, in meinem Buch Der Mond und der kosmische Code der Schöpfung. Und zwar im dunkelroten Kapitel, weil die Herzenergie hat die Farbe Rot. Das Rot des Planeten Mars, welches durch die Stirn in unseren Körper gesendet wird, direkt in das Herz hinein. Die fünfte Tiefe, die Schwingungsebene der fünften Tiefe. Ihr findet das alles auf den Abbildungen in meinem Buch Der Mond und der kosmische Code der Schöpfung. Das ist dieser Bereich hier. Der Bereich hier, wo wir uns im Moment gerade befinden, im Löwen hier. Und heute Abend wird der Mond weiter wandern in die Jungfrau-Energie. Und das ist, wie gesagt, auch noch dieser dunkelrote Bereich. Der dunkelrote Bereich, der dem Element Feuer zugeordnet ist. Und da, also in der fernöstlichen Philosophie, und da die Herzenergie bzw. der Löwe von unserer westlichen Astrologie auch dem Feuer zugeordnet ist, haben wir also heute einen doppelten Feuertag. Hallo Barbara, schönen Sonntag auch dir. Ja, die Herzenergie, die strömt aus dem Herzen hinaus, wie ihr seht hier, an der Körperrückseite in die Nieren hinein und energetisiert die Nieren, nimmt damit die Angst. Und dann aus dem Herzen heraus durch die Augen ins Gehirn, wo die Herzenergie das Gehirn energetisiert, und die Arme aufwärts in den kleinen Finger. Es ist wirklich dieses Einatmen, dieses die Welt nehmen mit Liebe und diese Liebe hinaussenden mit emporgestreckten Armen. Und es macht wirklich einen Unterschied, wenn ich mein Organ als Danke, morgens mache ich das immer ganz gern am Strand, nach dem Schwimmen, da lege ich meine Hände auf und danke den Organen nochmal. Ich habe es natürlich heute Morgen auch schon aktiviert, weil es ist ja heute der Energetisierungsstrom bzw. Schlüsselstrom. Und danke, hallo alle miteinander. Und dann nehme ich die Arme wirklich auch so hoch und visualisiere diesen Stromverlauf. Und es macht einen Unterschied, als wenn die Arme nach unten hängen. Es macht alles einen Unterschied. Jeder einzelne Gedanke macht einen Unterschied. Und auch einfach dieses Seelentor. Heute öffnen wir das Kronenchakra. Berühren oder mit Olivenöl leicht einmassieren. Olivenöl hat einfach diese heilige, reinigende Kraft. Das werde ich nachher noch machen, habe ich heute noch vergessen. Es macht einen Unterschied. Und es ist auch ganz interessant, wenn ihr die Herzenergie aktiviert. Der Aktivierungsschritt, wie gesagt, zeige ich im Buch Der Mond und der kosmische Code der Schöpfung und natürlich immer auch auf YouTube. Wenn ihr meine Organenergien sucht auf YouTube, braucht ihr nur die entsprechend meinen Namen eingeben, Irene Lauretti / Aktivierung Herzenergie oder Aktivierung Leberenergie oder Aktivierung Lebensstrom, und ihr findet sie alle. Ich habe sie alle aufgenommen. Der Herzstrom ist der einzige allerdings, den ich nicht vollständig aufgenommen habe, sondern nur den ersten Schritt, den Ankerschritt. Aber ihr habt ja die gesamte Stromsequenz im Buch. Der erste Schritt ist ganz einfach mit der, also für die linke Seite, linke Hand auf das linke Energieschloss 11, auf der Schulter hier in dem Bereich, genau zwischen Hals und Schulter, und mit der rechten Hand gleichzeitig das Energieschloss 17 berühren hier, was die Nerven harmonisiert, und weil die Herzenergie ist ganz stark mit den Nerven verbunden. Ja, wenn wir zum Beispiel richtig ausgepowert sind, dann fühlen wir uns oftmals auch so richtig kribbelig, die Nerven, die geben dann richtig nach. Ja, das ist dieses Ausgepowertsein, das ist die Herzenergie und die dritte Tiefe. Und dieser erste Schritt schon macht unheimlich, aktiviert den gesamten Körper unglaublich stark. Und wenn ihr gleichzeitig noch das Herz visualisiert in diesem leuchtenden Rot und ihm dankt, ich visualisiere das Herz ganz immer gerne als leuchtende Rosenblüte, und ihm dankt und den Stromverlauf euch vorstellt, dann spürt ihr richtig, wie das Kronenchakra sich öffnet. Ich habe das heute Morgen wieder richtig gespürt. Es öffnet sich richtig. Das ist faszinierend. Und das ist im Übrigen der Bezug von den Organenergien zu den Chakren, den ihr so im Übrigen in keinem anderen Buch findet, soweit ich weiß. Ich habe da wirklich viel Research gemacht, aber das hat so noch keiner verbunden. Aber es ist wirklich
Es ist eins und es ist ja nicht zusammengesetzt, einfach so. Es ist eins. Das Tiefensystem ist nicht getrennt von unserem westlichen System, das Tiefensystem der fernöstlichen Philosophie. Aber wenn wir das zusammenbringen, dieses Tiefen-Elementesystem der fernöstlichen Philosophie mit unserem westlichen, was ich ja tue hier in der Mond- und der Kosmikkeit der Schöpfung, indem ich die Seelentore, die ja den Chakren entsprechen, verbinde mit den Organströmen, dann entfalten wir den fünfzackigen Stern und aktivieren den kosmischen Köder der Schöpfung, der wir selber sind. Und der kosmische Köder der Schöpfung ist alles. Das ist das, was wir sind in der Wirklichkeit, beziehungsweise der Wirkung der Wahrheit, was wir fortwährend ständig kreieren. Und wir werden in der Natur überall immer wieder daran erinnert. Ich pflück mir jeden Morgen frische Blumen für meinen Schreibtisch und dann habe ich immer diese wunderschönen, die Blumen, die ich heute habe, haben wieder alle 5 Blütenblätter jeweils. Ja, ich habe wirklich diesen Code immer vor mir. Der Code wird uns überall gezeigt in der Natur. Der fünfzackige Stern, den wir entfalten. Wir haben zwar 6 Tiefen, ich habe das erklärt in meinem Buch Der Mond und der Kosmoskult der Schöpfung, aber die 6. Tiefe ist ja das Zentrum, ist der Blütenkern, ist unsere Quelle, unsere persönliche Quelle, aus der heraus wir dann diese 5 Sternzacken entfalten. Und das ist der Schöpfungscode, der uns überall wiedergespiegelt wird. Der Energetisierungsfinger aktuell ist der kleine Finger und der bleibt auch, wenn der Mond heute Abend weiter wandert in die Jungfrau, denn die ist ja wie gesagt auch auf diesem dunkelroten Bereich. Heute Abend ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, um wie viel Uhr er weiter wandert, 19:32 Uhr. Das findet ihr wie gesagt immer in meinem Mondkalender, der aktuell noch der Titel der Wahre Mondkalender 2018. Das ist der Titel noch für dieses Jahr. Da sind noch einige Restexemplare übrigens da beim Silberschnur Verlag. Ab dem nächsten Jahr dann ist es, also ab der Kalender, der wird in Kürze erscheinen, wird es dann der neue Titel sein, Gesundheit in deiner Hand, der besondere Mondkalender 2019. Ja, da kommen gerade die Mädchen. Ich habe, wie gesagt, hier gerade Full House, aber die lassen mich ja trotzdem meinen Film weitermachen. Hoffe ich. Ich habe nämlich ganz interessante Karten gezogen für diese Woche. Ich habe als Schlüsselkarte für diese Woche eine Karte gezogen. Da werden jetzt viele sagen, oha. Es ist der Turm. Der einstürzende Turm, die 16 bzw. 7. Hallo Claudia, das ist ganz lieb von dir, danke dir. Der Turm, eine Karte, vor der viele Angst haben, aber es ist auch ganz interessant. Ich habe gerade heute auch noch mal bei einigen Kollegen nachgelesen, was die über den Turm sagen. Denn der Turm ist Aufräumen von Karma. Der Turm ist zwar immer etwas, was mit Gewalt und plötzlich geschieht und erstmal unser Leben komplett aus den Fugen bringt. Wie gesagt, das ist die Wochenkarte für diese Woche. Aber es ist auch ein Aufräumen von Karma. Ihr seht diesen Lichtblitz hier oben, dieses Licht, was reinkommt. Und die 16 in der Quersumme ist ja die 7. Und die 7 ist Sieg. Der spirituelle Sieg bzw. Herzenssieg, es ist die Wahrheit, die dann durchbrechen darf, wenn wir zum Beispiel eine Lüge gelebt haben, die große Lüge unseres Lebens. Viele Menschen leben nicht die Wahrheit. Ja, viele Menschen leben nicht ihre wahre Bestimmung, ihr Potenzial. Und der Turm, der ist die Seele selbst, die uns wachrüttelt bzw. gewisse Dinge in unser Leben bringt und alles einstürzen lässt. Und der ist diese Woche Wochenkarte. Ich bin gespannt. Und dann habe ich natürlich noch 3 Karten dazu gezogen, weil ich will ja immer noch ein bisschen mehr Info. Und die sind sehr gut. Also die passen auch wunderbar zum Turm. Hier stürzt erstmal alles ein. Es können auch Gedankenmuster sein, dass wir etwas plötzlich völlig anders sehen. Irgendein Ereignis geschieht oder irgendein Anruf kommt oder irgendeine Nachricht, die uns völlig aus den Fugen bringt, aber uns etwas auf eine völlig andere Art und Weise sehen lässt. Eine andere Wirkung der Wahrheit, eine andere Ansichtsweise der einen Wahrheit. Und dann darf etwas Neues geschehen. Und da kommt doch tatsächlich das Ass der Stäbe. Ein ganz toller, kraftvoller Neubeginn mit Feuer, der wunderbar auch zu dieser 5. Tiefe passt, die ja dem Feuerelement zugeordnet ist in der fernöstlichen Philosophie. Ich liebe das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe ist so kreativ, bringt oftmals im Übrigen auch zu Familienzuwachs. Kind kann gezeugt werden oder geboren werden, aber auch eine neue Idee kann in euer Leben kommen, die ganz viel Potenzial hat, verwirklicht zu werden. Und wie wird das verwirklicht? Es liegt an
dir, ich habe hier die Königin der Kelche gezogen. Das kann im Übrigen tatsächlich für die Zeugung eines Kindes stehen, denn die Königin der Kelche, die hält diesen Kelch hier in der Hand. Das ist ja das Wasserelement. Und der Kelch, der wird tatsächlich oftmals auch als Gebärmutter gesehen. Oha, also diese Woche, die hat es wirklich in sich. Und das dazu dann noch mit den 8 der Stäben, wow, da kommt richtig Bewegung etwas rein. Die 8 der Stäbe, die ist die Karte, die Beschleunigungskarte. Da kommt so viel Energie rein, das ist auch das Feuerelement. Wir haben also hier 2 Feuerelemente mit der Frau in der Mitte, die das Ganze initiiert, steuert oder wie auch immer in die richtige Bahn bringt oder die Hauptbeteiligte ist. Also die Hauptbeteiligte ist hier wirklich eine Frau. Also auch für Männer, wenn gilt natürlich immer auch für Männer die Karte, um Himmels Willen. Aber in dem Fall wird dieser Turm, dieser Aufbruch, dieses Aufbrechen der Fugen wohl von einer Frau kommen. Ja, denn wie gesagt, das ist ja die Hauptkarte für diese Woche. Also ich bin sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eigentlich vor dem Turm keine große Angst. Es gibt Menschen, die haben wirklich davor Angst, aber das sind dann die Menschen, die so richtig festgefahren sind in gewissen Dingen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in einigen Bereichen meines Lebens könnte ich einen totalen Aufbruch gebrauchen. Also ich hoffe natürlich, dass es auf diese Bereiche gemünzt ist, aber schlussendlich wird es immer so sein, wie es für die Seele am besten ist. Numerologisch haben wir heute die 15, die in der Quersumme die 6 ist. Die 15 ist im Tarot der Teufel. Aber der Teufel, wie gesagt, ist die 15, die Quersumme 6 ergibt. Und das ist die hohe Schwingung der 6, die im Tarot die Liebenden sind. Diese beiden Tarotkarten sind im Übrigen die Essenz von meinem neuen Buch Liebe, an dem ich gerade eine Pause mache. Aber ich hoffe, dass ich bald wieder weiterschreibe. Und ja, und wie gesagt, ich komme immer wieder in dem Buch, ob ich es will oder nicht, auf diese beiden Karten zurück, weil die so die Essenz von dem Begriff Liebe sind, von dem Begriff, wie wir Liebe in leben sollten, beziehungsweise was Liebe wirklich ist, diese Heilkraft, denn die Liebenden im Tarot, die haben den Erzengel Raphael als ihren Beschützer hinter sich. Aber was daraus geschehen kann, wenn es dann abrutscht in die Ego-Ebene, beziehungsweise in Neid, Hass oder Festhalten, Neid vor allem. Und dann kommt es, wie gesagt, in die Teufelsebene hinein, wo auch die beiden Liebenden noch sind. Hinten dran der Teufel, aber dieses Mal mit Fesseln. Aber die Karten, die sind ganz nah beieinander. Und so liegen auch Liebe und Hass oftmals ganz nah beieinander. Es liegt immer an uns, wie wir es steuern. Und das passt so wunderbar zur heutigen aktuellen Herzenergie. Wie gesagt, ganz viel den kleinen Finger halten. Also allein schon der kleine Finger halten übrigens wirkt so viel und so stark und so kräftig und so harmonisierend. Wie gesagt, jeder Finger harmonisiert 14.400 Körperfunktionen. Jeder Finger hat aber dabei natürlich Hauptfunktionen, die er harmonisiert. Und für den kleinen Finger ist es einfach die Herzenergie, die Dünndarmenergie, aber auch auf der Energieschlossebene, Energieschloss 23. Und deswegen hilft er auch ganz stark zur Entgiftung und auch gegen Angst, weil Energieschloss 23 ist ja unser Hauptangst-Energieschloss. Da sagt gerade Diana, ich freue mich auf Aufbruch und Umrütteln in meinem Leben und bin gespannt, was kommt. Ja, also, ach, die Annabella, die fährt in Urlaub. Ja, das wird ja spannend mit der Kombination. Aber wie gesagt, so viel wie möglich den kleinen Finger halten und diese Herzenergie voll leben, diese Liebe. Und dann kann nichts mehr schief gehen. Dann seid ihr im Einklang mit der Seele. Ich möchte euch nochmal hier hinweisen auf mein Buch Seelenzahlen. Wie gesagt, da findet ihr die Info zu den Seelenzahlen und es sind immer alle so fasziniert, wenn ich die Leute entschlüssel. Ich habe diese Woche wieder, ich war diese Woche in Rom bei einer sehr wichtigen Sache, Familiensache, die wir abgeschlossen haben diese Woche, bin ich unheimlich glücklich und unter anderem dank der Zahlen, denn ich habe einfach angefangen, über die Zahlen zu erzählen. Ich habe einfach angefangen, alle Beteiligten zu entschlüsseln und die waren so begeistert, dass die Sache gelöst wurde. Ja, ich bin sehr erleichtert und ich freue mich, was jetzt kommt und ich wünsche euch allen eine ganz tolle Woche und ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt nächste Woche. Alles Gute euch. Bis dann. Tschüss.